Ich denke mal, dann haben die jetzt hier schon Montag wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Hier unsere Torjägerliste. Son Jansen hat 5. Nicht übel. Ah, den hätte ich jetzt gerne angequatscht mal. Marcel Jansen wird für einen Tag ausfallen, hat sich dann eine Oberschenkelzerrung direkt zugezogen. Tolgay Aslan, Mannschaft der Woche, Emre Can, oh, der ist jetzt 1873. Riskante Ansprache war erfolgreich und Marcel Jansen ist wieder fit. Da gehen wir doch direkt mal rein. Bardet und Van der Vaart. Geht so einfach nicht, aber Jiříšek, dem kann man da spielen. Jiříšek und Emre Can hier daneben positioniert. Maxi Beister mit 78. Das sind Spieler, die kannst du so spielen lassen. Van der Vaart ehrlich gesagt eher nicht. Der fällt und fällt und fällt. Jaroslav Tropny steigt und steigt und steigt. Skjelbred, Rudnes und Paul Schorner sind auf jeden Fall noch ein bisschen angeschlagen. Sind noch nicht topfit. Aber wir können noch ein bisschen segeln lernen. Gucken wir mal, Privatvermögen. Ja, kaufen wir uns mal ein ganz hässliches Auto noch dazu. Hier, den hier. Zuck. Warum nicht? Haben momentan eh nicht so viel zu tun. Glücklich wie am ersten Tag. Ho, 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 ho. Erstmal schnell speichern, ausführen. Oh, das Spiel gegen Gladbach. Es war Anstrengung. Anstrengung pur. Gehen mal ein bisschen weiter. Alter, unsere Form und unsere Saison bisher. Wir sind gegen Hannover dran. Wieder das Topspiel. Für mich ist eigentlich, ja, 3.5. Bayer hat ja auch gewonnen. Für uns war das eigentlich ganz gut. Ich guck mal, haben wir ein bisschen Gespräche offen. Homing Son. Sie können diese Woche keine weiteren Gespräche führen. Das ist blöd. Heiko Westermann. Oh, der ist so... absteigender Ast hier, ohne Witz. Rajkovic, wen haben wir denn da noch? Mancien, ah, Hammer. Mancien, Aktion in die Reserve verschieben. 4 Wochen. Damit der ein bisschen Spielpraxis bekommt. Salah, Aktion in die Reserve verschieben. 4 Wochen. Die müssen da ein bisschen ranklotzen. Kommt der Aufstellungsassistent Jakob Salah. Thomas Rincón spielt hier zum Beispiel. Und Michael Mancien muss hier spielen. Und die ganzen Leute hier aufpushen. Ashton Götz. So. Die Mannschaftsstärke der zweiten auch mal ein bisschen hochgepusht. Ich brauche nämlich ein paar ordentliche Spieler da hinten. Ja, die Moral von denen ist nicht so gut, aber die müssen da rein. Sonst kommt von denen halt nichts zurück, wenn die eine gute Moral haben. Dann werde ich auch mit denen quatschen. Weil ich brauche von denen erstmal eine Mannschaftssteigerung, eine Leistungssteigerung. Weil Van der Vaart nicht, Bardet auch nicht, Robert Tesche könnte ich sogar noch aufstellen. Ist auch nicht so schlecht. Westermann wird nicht von Anfang an spielen, Rajkovic wird dafür von Anfang an dabei sein. Geht die Stärke was runter, aber ich kann momentan nicht mit dem spielen. Es funktioniert einfach nicht. Ich kann mit Westermann momentan relativ gar nichts anfangen. Ich guck mal in der zweiten Mannschaft, ob ich da gerade einen Verteidiger habe, der eben eine gute Form hat, den man mitnehmen kann. Einen relativ guten zum Beispiel. Henrik Detmann, ja, eigentlich eher nicht. Wobei, Aktion in die... in die erste Mannschaft verschieben. Nächstes Spiel. Ich brauche auf der Bank jemanden, den ich dann noch einsetzen kann. Henrik Detmann, der hat zwar kaum Talentpunkte, aber der muss mit. Der kommt für Raphael Van der Vaart, der dieses Mal überhaupt nicht mitkommt. Der darf sich auf der Bank bequemsten. Spielt nämlich richtig schlecht. Tesche und Benkarit. Benkarit haben wir ja auch noch dabei. Der 17-Jährige, dem ich super viel halte. Den müssen wir auch unbedingt halten. Der ist richtig, richtig gut.
Aber da kommt jetzt auch schon die Schnellspeicherung und in der zweiten Mannschaft müssen wir auch noch mal ein bisschen umbasteln. Da ist wohl jetzt gerade Gemecker. Was wollen die denn? Die dürfen 7 Spieler auf die Bank setzen. Möchten die Aufstellung ändern? Ja. Ach, wir haben hier keine 7 Spieler auf der... Ach so, ja, hier unsere Ersatzmannschaft. Habe ich ganz vergessen. Puh. Wir haben 26, wir haben Baukosten, haben 26,6 Millionen Bargeld, ihre Top-Torschützen, Top-Jugendspieler, Top-Torjägerliste und notenbeste Spieler ist immer noch Daniel Schwab. Der 24-jährige Leverkusener. Ja, genau der. Bevor wir jetzt wieder zu viel rumquatschen, gucken wir erstmal nochmal angeschlagene Spieler, Scout-Bericht, Scouting abgeschlossen, Scout-Bericht, Jugendspieler erreichen Trainingsziel, Scout-Bericht. Schön zu wissen, sind sogar 15-Jährige bei. 16 Jahre alt, Bradley Dawson, hat einen Marktwert von 1,9 Millionen. Verständlich. Verständlich, verständlich, verständlich. Oh, Southampton, Luke Shaw. Oh, geil. Haben die schon den einen oder anderen richtig, richtig guten. Ich hier gerade ohne hängende Spitze. Martin Kubilanski. Aber interessieren tut mich eigentlich Adrian, weil der auf einer Position spielt, die wir gut gebrauchen können. Hier wieder Newcastle United Spieler eigentlich auch. Aber Adrian interessiert mich mehr, weil er kann sowohl rechts außen als auch links außen spielen. Er hat einen Marktwert von 1,1 Millionen. Hat momentan keine Frische, aber das ist einer, der auf jeden Fall zu meiner Liste gehört, die ich haben möchte. Form und Stärke, alles passt. Hannover in den grünen Trikots, wir in dem weiß-roten und 6. Spieltag. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen, das stimmt. Und wir sehen uns dann gleich wieder am Ladepunkt. So, der Hamburger SV hat in der Liga seit 5 Spielen nicht mehr verloren. Das andere konnte ich gerade gar nicht mehr lesen, da müsst ihr dann anhalten. 5 aktuelle Nationalspieler, hat Hannover 96 unter Vertrag. Der Hamburger SV setzt mit Leon Goretzka wieder einen unendlich jungen Spieler ein. Ja, das wissen wir ja. Die beste Torschütze gehen das Jan Schlaudraff. Auch wieder jemand mit 4 Saisontoren, der dann sein 5. schießen kann. Die Song hat jetzt seit 2 Spielen nicht mehr getroffen. Höchst so eine kleine Flaute drin. Hat immerhin ein Tor vorbereitet für Jansen. Jansen hat ja 2, hat ja 3 Tore sogar gemacht. Ich glaube, Song hat 2 vorbereitet und Maxi hat 1 vorbereitet. Also Maximilian Beister hat für uns 1 vorbereitet. Der gute Maxi. Unsere Aufstellung. Altbekannt, nur ein bisschen was umgeändert. Jiracek diesmal von Anfang an dabei und Rajkovic auch zum ersten Mal in der Startelf in der Saison. Mal gucken, was die so haben, außer Daniel Schwab. Sehe ich da jetzt keine neuen Spieler drin, aber Daniel Schwab ist ja der... Es regnet und es scheint die Sonne, hammergeil. Daniel Schwab ist ja der notenbeste Innenverteidiger momentan in der Saison. Generell der notenbeste Spieler der kompletten Liga. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, wie das ablaufen wird. Wir haben Anstoß. Emre Can. Letztes Spiel ja wieder ein Topspiel abgeliefert. Emre Can, da steht er schon wieder dazwischen. Wie gesagt, altbekanntes. Son jetzt schon. Oh, hätte sich fast schon durchgesetzt. Das wäre natürlich schon eine erste schöne Chance gewesen. Goretzka hier. Abseits. Das war klipp und klares Abseits, das konnte man auch schon aus der Distanz schon richtig gut erkennen. Das musste Abseits sein. Mainz führt schon. Irgendwas stimmt, habe ich gerade irgendwie was verpeilt. Egal. Rajkovic mit dem Freistoß, der kommt aber nicht an. Da Silva Pinto passt ihn auf Goretzka. Goretzka mit einem guten Pass. Aber Son kann den Ball nicht unten kontrollieren und Abdelaue jetzt. Abdelaue, wenn Schlaudraff den Ball annehmen sollte, ist das Abseits. Ja, das macht unsere Verteidigung nämlich richtig, richtig gut. Rajkovic jetzt. Freistoß, der macht den flach auf Emre Can. Emre Can, guter Pass auf Son. Son, knappes Ding. Er will auch mal wieder ein Tor schießen. Hamburger SV, 100% erfolgreiche Pässe in den ersten 7 Minuten. Das ist schön. Das ist sogar richtig schön.
Goretzka, Emre Can, die passen sich da den Ball hin und her. Im Mittelfeld, oh, Jiraschek mit einem Verstolperer, aber der Ball kommt trotzdem auf Goretzka und Goretzka mit dem direkten Ballverlust. Stindl jetzt, Hannovers Stindl. Oh, der Ball geht ab auf De Laue, aber René Adler hält den Ball sicher. René Adler, Abwurf auf Dennis Aogo, der momentan auch ein bisschen unter Formschwankungen leidet. Jansen auf Son. Oh, nee, der kommt nicht an. Aber Emre Can da. Und der Ball auf Son kommt an. Son jetzt. Son im Strafraum. Son! Und den macht da rein. 1:0 für den HSV. Jansen war, Ron Robert Zieler war eh schon bezwungen. Und dann macht er trotzdem noch einen Lupfer. Wie gemein ist das denn? Aber schön. Jansen erobert sich hier den Ball. Wird umgelegt. Und das gibt auch einen Freistoß. Und wahrscheinlich sogar die gelbe Karte. Für mich auch nicht ganz nachvollziehbar. Aber es gibt nun mal gelb. Ich erinnere vielleicht nochmal an das Spiel gegen Dortmund zu Hause. Da waren wir auch in Führung gegangen. Mit dem 1:0. Aber Hannover wird ja wohl kaum Dortmund nachmachen können, spielerisch. Emre Can steht natürlich richtig. Oh, den Ball spielt er gut. Kein Abseits für mich. Kein Abseits für mich. Und das wäre eine richtig gute Torchance geworden. Schön von Emre Can eigentlich reingelupft. Wird immer besser, der Junge. Immer besser. Und das mit 18 von Goretzka hoffe ich auch immer bessere Leistungen. Jiraschek musste noch nicht so viel machen. Der Ball... wird kein Problem sein. René Adler steht schon weit draußen. Diekmeier auf Emre Can. Emre Can mit einem guten Pass auf Goretzka. Der braucht zwar ein bisschen lange mit der Ballannahme und kein guter Pass. Kein gutes Spiel von Emre Can. Emre Can schon, aber Rajkovic gut gemacht. Vertue mich hier die ganze Zeit. Oh, Son. Son mit Tempo. Son auf Jansen. Jansen und da wird er Na, er wird angestoßen, sagen wir mal. Bayer Leverkusen für 2:0 gegen Greuther Fürth. Ich glaube, Dennis Aogo ist das. Ja, Aogo. Der Ball ist zu weit, aber Petr Jiraschek. Jiraschek auf Son. Son! Jiraschek! Nicht drin! Nochmal Jiraschek. Jiraschek macht's aus der Distanz. Nein, macht er nicht. Gefährliche Szenen jetzt hier vor dem Hannover-Kasten. Kasten der Hannoveraner. Zieler im Glück, dass Son den Ball am Anfang zu weit dribbelt und gerade nochmal im Glück, dass Jiraschek's Schuss knapp vorbeigeht. Aber Jiraschek spielt hier ein gutes Spiel. Das war eine gute Idee von uns, den zu bringen. Jansens Pass kommt leider nicht an. Jiraschek erobert sich aber direkt den Ball. Der Ball geht auf Son. Son wird versucht, den Ball abzugrätschen, funktioniert nicht. Goretzka. Der Ball auf Jansen kommt an. Jansen, Traumtor. Tor. 2:0 für den HSV. Nach Vorlage von Goretzka. Jansen mit dem schwachen Fuß, unhaltbar. Die Verteidigung um Daniel Schwab ist hier noch gar nicht so... Wird hier Dauerbedrängnis gesetzt. Son wieder. Immer noch Son. Beißt da. Nicht im Abseits. Beißt da, Zieler. Riesenparade von dem. Bruma und Emre Can klären das Ding hier. Jansen jetzt. Jansen! Auf Son. Wenn er doch nur den Fuß da dran spitzelt. Dann kann es hier wieder richtig gefährlich werden. Traut sich aber nicht, den Ball direkt zu nehmen. Zieler mit dem Abstoß. Jansen auf Son. Son, der wird gelegt. Freistoß für den HSV. Ausgeführt von Dennis Aogo. René Adler müsste heute Kapitän sein, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja doch, klar. Muss ja, wir haben ja Westermann und Van der Vaart nicht dabei. Oh, Saboy Husti. Immer noch Saboy Husti. Er kann gute Bälle schlagen mit dem linken Fuß. Aber René Adler steht da und hat den Ball sicher. Weil wir können gleich mal darauf achten. Oh, richtig gut gemacht von Goretzka mit dem Kopf. Hätte ich nicht gedacht.
Beister, setzt sich durch. Kommt an dem zweiten. Nein, der gibt den Ball sogar ab. Jansen. 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 Jansen, Jansen, Jansen. Na. Hätte sich vielleicht nochmal drehen sollen. Zaboy Husti jetzt. Auf Abdelauer. Abdelauer mit dem Versuch, den Ball rüberzulegen, aber Dennis Aogo steht da. Der den Ball versucht, auf Petri Jiracek zu spielen, aber der kommt nicht an. Diekmeyer gegen Zaboy Husti. Diekmeyer, immer noch Diekmeyer, und Diekmeyer gewinnt das Duell. Beister auf Hongming Son jetzt. Son setzt sich durch. Sehr schön gemacht von Son. Son auf Jansen. Glanzparade von Sila. Aber Emre Can kommt an den Ball. Aber Halbzeit. Packende Partie. 65% Ballbesitz von uns. Ja. Wir dominieren diese Partie bis hierhin. Klar. Bayern führt gegen Werder Bremen. Wolfsburg hat zur Halbzeit schon 5-0 gegen Mainz. Frankfurt 1-0 und in Dortmund und Gladbach steht es 0-0. Das tut uns gut. Dann gewinnen wir noch mehr Abstand auf die. Richtig gute Partie. Vor allem, eigentlich finde ich das eine richtig gute Partie. Man spürt, dass bei aktuellen Verfassung das Team selbst in Führung noch keine Garantie für einen Sieg ist. Genau das ist ja das Problem, was ich eigentlich habe. Weil genau so ein Satz eigentlich immer kommt. Und dann hier Moral, Selbstvertrauen hochpushen. René Adler, wer ist denn jetzt unser Capitano? Capitano, Capitano, ich hoffe, spielen wir ohne Kapitän? Total unrealistisch, ich weiß gar nicht, wer die Kapitänsbinde jetzt hat. Heiko Westermann, Jansen ist Kapitän. Das erklärt einiges. Freistöße aufs Tor. Badei, Dennis Aogo und Emre Can. Warum hatten das immer vorher... komisch. Goretzka ist auch gar nicht so schlecht. Naja. Wir wechseln nicht aus. Wir lassen die Leute, die momentan spielen, drin. Son mit seinem 7. Saisontor heute. Goretzka, das macht er gut. Hat sich richtig gesteigert seit dem letzten Spiel. Gegen die Hannoveraner hier. Oh, der Pass. Schade. Jansen erst richtig gut, dann ein bisschen schlechter. Und der Ball geht aber ans Aus. 82% unserer Pässe kommen an. Jiracek, gute Entscheidung, den von Anfang an spielen zu lassen. Der bietet da hinten ein bisschen defensiven Schutz, sagen wir mal. Son kann den Ball aber nicht kontrollieren, kriegt den Ball aber nicht. Emre Can, genau dazwischen. Ha, verdammt. Der Ball war nicht weit genug. Bruma und Aogo passt auf. Aogo, schwacher Pass. Aber Beister passt auf. Beister. Hannover jetzt... ganz, ganz hart in der Partie drin. Versucht, hier mit der nötigen Härte an den Ball zu kommen. Goretzka. Guter Pass. Bisschen zu weit. Son hat sich nach hinten gelehnt. Und der Ball ist im Aus. Einwurf für die Hamburger. Insgesamt noch kein Schuss von denen aufs Tor von uns. Kann doch gar nicht sein. René Adler hatte den doch schon einmal in den Fingern gehabt, oder? Irre ich mich da. Emre Can macht da gut. Ball auf Son. Son jetzt auf Jansen. Jansen, 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 Jansen. Setzt sich gut durch gegen Daniel Schwab. Setzt sich zweimal gut durch gegen Daniel Schwab. Goretzka. Nein. Das war nicht gut. Dennis Aogo kann den Ball aber abfangen. Der Ball kommt auf Son nicht an. Aber der Ball von denen kommt auch nicht an. Jiracek. Jiracek mit dem Pass auf Son. Der kommt ebenfalls nicht an. Son wird jetzt richtig, richtig gut gedeckt. Abdelauer. Auf Stindl, aber Jiracek geht dazwischen. Jiracek auf Son. Son jetzt in der eigenen Hälfte. Der Pass kommt nicht an. Oh, es wird hier ganz, ganz viele schlechte Pässe gespielt. Schlaudraff am Ball. Schlaudraff, der Pass kommt ebenfalls nicht an. Son jetzt wieder am Ball. Der ist gut. Jansen kann gehen, aber der Ball geht vorher ins Aus. Der Ball geht vorher ins Aus. Beister wird langsam müde. Da können wir Ivo Iličević für bringen. Und den Rest lasse ich erstmal so. Unser erster Wechsel hier. Ivo Iličević. Christian Schulz ist drin für Da Silva Pinto. Und Maxi geht raus für Iličević. Oh, der Ball ist zu weit. Diekmeyer kann den Ball klären. Christian Schulz ist das erste Mal am Ball. Findet sich direkt ein mit einem Fehlpass. Goretzka stand dazwischen. Son jetzt. Oben ist Ivo Iličević. Der war jetzt auch gewunken zum Ball. Ist aber noch nicht wirklich weit vorne. Jansen von hinten gelegt.
Schürrle erhöht auf 3:1 gegen Fürth. Dennis Augo in die Mauer. Abdelauer jetzt. Da geht keiner zwischen. Große Distanz. Kann er nicht machen. Und Handspiel. Oh, Bruma schießt ihn quasi direkt an den Arm. Haben wir aber Schwein, dass das so gewertet wird. Konstantin Rausch kommt jetzt rein für Saboy Husti. Bei uns geht nochmal die Ausdauer was hoch. Jansen gar nicht schlecht gespielt. Jiracek. Tesche kommt nochmal rein. Ich will ihm auch nochmal ein bisschen Spielzeit geben. Son kann den Ball nicht kontrollieren. Jan Schlaudraff jetzt. Gut gemacht. Der wäre sonst durch gewesen. Bruma tackelt ihn einfach weg. Robert Tesche kommt rein für Jiracek. Und Andreasen kommt bei Hannover rein. Bin mal gespannt für wen. Andreasen kommt für Schirondolo rein. Steven Schirondolo ist raus. Leon Andreasen ist drin. Der Ball von Adler unpräzise, aber kann abgefangen werden. Son jetzt. Weiter Pass. Und der Ball geht aber auch ins Aus, schätze ich. Nein, der geht nicht ins Aus. Jansen, der war aber nicht präzise. Zieler kann den Ball sicher halten. Also bis jetzt sieht es so aus, als würde eine Halbzeit guten Fußballs reichen von uns. Son am Ball. Son wird wieder von der Seite gelegt. Er wird fast immer gelegt. Hat ja heute sein 7. Saisontor geschossen. Anderer Freistoßschütze mit Emre Can. Der Ball auf Son wäre gar nicht schlecht gewesen, hat aber nicht funktioniert. Schlaudraff jetzt. Schlaudraff mit dem Pass auf Abdelauer. Bruma setzt sich durch. Sehr schön. Ivo Ličević. Schwach. Bruma ganz, ganz stark. Son. Son auf Jansen. Jansen, immer noch Jansen. Jansen, schwach. Der Ball kommt aber auch nicht an. Rajkovic wird den Ball locker abfangen können. Bruma. Bruma mit dem Pass auf Goretzka. Goretzka mit dem Pass auf Son, der kommt auch an. Son auf Jansen, kommt nicht an. Goretzka aber dazwischen. Goretzka auf Son, der kommt an. Son ist durch. Son! Zieler, Glanzparade. Goretzka, schöner Pass in den Lauf. Erste Ecke überhaupt im Spiel, kann man sich gar nicht vorstellen, dass es so ist. Aber in der 84. Minute wird die erste Ecke von Dennis Augo reingetreten, aber Ziel hat den Ball sicher. Sicher hat er den Ball. Zieler mit dem Abstoß. Bayer führt jetzt 4:2 gegen Greuther Fürth. Beziehungsweise Fürth macht jetzt 2:4. Stendel, der Ball auf Schlaudraff, er kommt nicht an. René Adler mit einer orthodoxen Art, den Ball festzuhalten, aber er hat ihn halt sicher. Dennis Augo auf Jansen. Jansen jetzt auf Emre Can, der wieder ein gutes Spiel für mich spielt. Son ganz alleine. Son! Tesche! Drin! Robert Tesche! Sehr schön. 13. Torchance für uns. Hannover nur mit 2. Das Spiel ist gelaufen. HSV mit dem 3:0. Das Spiel ist gelaufen. Abdelauer kommt hier nochmal, setzt sich gegen Emre Can durch und schießt, aber René Adler hat den Ball sicher. René Adler hat den Ball sicher. Robert Tesche, die Einwechslung war super von uns. Goretzka fault da nochmal. Aber das Spiel ist wahrscheinlich entschieden hier. Der Ball wird nochmal rausgelegt auf Konstantin Rausch. Konstantin Rausch auf Christian Schulz. Christian Schulz, nein. Und damit ist es vorbei. Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Rajkovic, Goretzka, jetzt ist vorbei. 3:0 gewinnt der Hamburger Sportverein gegen Hannover 96. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, und am Ausrasten hier an der Seitenlinie. Dadurch, dass wir... Oh, das Spielergesicht sieht schon viel realistischer aus wie die sonstigen. Da Hongming Son heute mit seinem 7. Saisontor durfte doch mal wieder ein Tor schießen. Marcel Jansen hat auch nochmal eins gemacht, sein 6. Und dann Robert Tesche nach seiner Einwechslung mit dem Treffer zum Siegtor. Hier Son. Son hatte übrigens insgesamt auch die Chance auf mehr Tore, hat aber dann immer kläglich in Anführungszeichen versagt, kann man sagen. Jiracek war gut, Tesche war eine richtig gute Einwechslung.
Das war eine richtig gute Idee von uns. René Adler mit einer 2,0, Hummingson 2,5, Marcel Janssen mit einem Tor, Goretzka mit einer Torvorlage und Emre Can auch mit einer Torvorlage. Das war gut. Einwechslungen habe ich Robert Tesche und Ivo Ličević, die haben das Spiel auch nochmal nach vorne getragen. Gar nicht schlecht von uns. Spielerstatistiken, Goretzka ist zum zweiten Mal in der Elf der Woche dabei. Sehr schön von ihm. Unser Goretzka. Fairplay-Duell. Gucken wir mal auf die Ergebnisse. Und Hamburger SV mit 20 Toren und 8 Gegentoren auf Platz 1 dahinter rangiert. Bayern 04 Leverkusen. Wir können ja mal gucken. Den nächsten Spieltag spielen wir gegen Greuther Fürth. Das ist gut. Und dann gegen VfB Stuttgart. Das sind machbare Aufgaben. Und gegen Augsburg. Die nächsten drei Spiele sind machbar für uns. Borussia Dortmund gewinnt gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:0. 76.000 Zuschauer. Leverkusen gewinnt gegen Fürth. Wolfsburg gewinnt gegen Mainz. Bayern München gewinnt gegen Werder Bremen mit 2:0. Nürnberg gewinnt gegen Stuttgart mit 3:1. Hoffenheim verliert gegen Augsburg 0:1. Wir haben halt 3:0 gewonnen. Eintracht Frankfurt besiegt Freiburg mit 1:0. Und die Fortuna gewinnt gegen FC Schalke 04 mit 1:0. So. Das ist schön. Die Mannschaft hat eine souveräne Leistung gezeigt und sehr schöne Tore geschossen. Wir haben den Zuschauern einiges geboten, deshalb können wir sehr zufrieden sein. So ein Sieg bringt noch einmal Schub fürs Selbstbewusstsein. Ja, korrekt. Das ist wieder der zweite Sieg in Folge insgesamt. Höchste Geschwindigkeit bei den Hannoveranern an mehr. Wir haben ein bisschen, wir haben 1% mehr Ballbesitz gehabt. Wesentliche Aktionen hatten wir mehr. Angriffsversuche insgesamt 13, erfolgreiche Pässe. Wir haben halt mehr gepasst, mehr geschossen und mehr gelaufen sind wir jetzt eigentlich nicht. Aber das ist okay so. Das 3:0 geht okay. Wer ist dieser Torjäger? Eine gute Frage. Hummingson, richtig, richtig guter Spieler. Kann jetzt Stürmer genauso gut spielen wie hängende Spitze. Hat hier sein 7. Tor gemacht. Tore pro Spiel macht er 1,17. Vorlagen macht er 1,33. Hat seinen Marktwert auf 18 Millionen schon gesteigert. Ich erinnere noch, dass er... Bis wann hat er einen Vertrag? Vertragsende 2014. Gehaltskürzung bei Abstieg. Zusätzliche Vertragsparameter. Der ist auf jeden Fall ein richtig wichtiger. Publikumsliebling. Ja, na klar ist er Publikumsliebling. Hummingson. Hamburg bleibt auf Tabellenplatz 1. Wir gucken mal die Stecktabelle an. Greuther Fürth und Hoffenheim habe ich richtig gesehen. Werder Bremen habe ich auch richtig schwach gesehen. Das stimmt. Augsburg ist viel stärker. Schalke ist in der Realität... besser. Wir sind vor allen Dingen stärker. Leverkusen und Dortmund habe ich so in etwa gut gesetzt gehabt. Wir sind stärker. Gladbach ist schwächer. Freiburg ist vor allem viel, viel schwächer. Aber Greuther Fürth und Hoffenheim und Werder Bremen da unten anzusiedeln war eine gute Idee. Wolfsburg hätte ich eigentlich auch nach unten. Habe ich nach unten gesiedelt. Ist aber nicht. Setzt sich hier eigentlich gut durch. Naja. Trainer Luka steht schon unter Druck. Wie sieht es denn in der zweiten Bundesliga denn aus? Kaiserslautern, der Absteiger und Köln, Absteiger. Hertha BSC nach... Ich weiß ja nicht, wie viel... Lol, die haben 3 Spieler in Folge verloren. Das ist nicht wirklich gut. Klar, steht ja schon unter Druck. Die Form. Die bisherige Saison läuft auch überhaupt nicht. Kaiserslautern spielt ganz gut, hat sich den Tabellenplatz an der Spitze geholt. Ich weiß gar nicht, in welcher Liga unsere zweite ist. Müssen wir uns vielleicht auch mal angucken. Vielleicht mal im Ausland schauen. Die englische Liga interessiert mich nämlich auch. In der Premier League der Meister und der Pokalsieger sind auf Platz 1 und 2. West Ham als Aufsteiger ziemlich weit oben. West Brom ist ganz unten mit Norwich und Reading. Nachvollziehbar. Gegen Reading haben wir auch ein Freundschaftsspiel gespielt. Die Wahl zum Fußballer des Monats September geht an Luc de Jong. Ja, der war auch richtig, richtig gut. Stefan Kiesling ist auch richtig, richtig gut. Das war... zu erwarten. Wir machen eine kleine Schnellspeicherung. Sebastian Kelbel ist frustriert. Hat seit 600 Jahren kein Tor mehr. Er fängt an zu verzweifeln. Oh, nicht gut. Nicht gut. Es tut mir leid, sie haben ihre Mannschaft noch nicht vollständig aufgestellt. Ja, weil wir wieder Verletzungen haben. Bester Spieler Michael Mancian, das ist gut. Kriegt der Form. Thomas Rinkhorn nicht gut. Jakob Sala auch nicht gut. Wir hätten das 1:1 dann gemacht, bitte. Haben die sich ein Eigentor reingeschoben? Jonas Wangler.
spielt bei uns gar nicht. Jonas Wangler. Jonas Wangler und der andere Christian Willen. Komisch. Dann hat Christian Willen Eigentor geschoben. Hier an der Stelle. Naja, Manzian spielt in der zweiten ganz gut. Das ist schön für uns. Leon Goretzka. Der 17-Jährige, richtig, richtig gut. Hat schon seinen Marktwert auf 2,6 Millionen. Ich glaube, er hat ihn sogar schon ausgebaut. Holger Aslan ist angeschlagen. Henrik Dietmann kehrt zurück in die Reserve. Braucht mehr nur für ein Spiel. Hier jetzt haben wir mit Emre Can, Goretzka, Petr Jiracek und Tesche ganz, ganz gute auf der Außen besetzt. Ich bin ja generell mal ein bisschen gespannt. Huch, was ist denn jetzt passiert? Ich habe jetzt irgendwo meinen Torwart hingestellt. Was ist denn der jetzt hin? Es stimmt doch jetzt irgendwas nicht. Bei der beste Mann Lam Dropny. Ach, ich habe Dropny auf die Bank verfrachtet. Bei Van der Vaart, Skjelbred. Skjelbred kommt auf die Bank. Für Dropny. Skjelbred, gute Form, gute Leistung momentan. Generell bin ich mit meiner ersten Mannschaft relativ zufrieden hier. Jiracek, Goretzka und Emre Can. Die stehen sich beide in nichts nach. Finde ich gut. Durchschnittsspieler da. Da oben seht ihr es. Hat sich richtig was getan. René Adler ist der zweitbeste Spieler momentan. Hongming Son auch richtig, richtig gut dabei. Der Torjägerliste. Nur eine Anzahl an Toren ist Lewandowski. 7 Tore. Son 7 Tore. Und Jansen 6 Tore gemacht. Ihre Top-Torschützen 7, 6, 4 von Beister. Emre Can hat ja auch 1. Van der Vaart hat auch 1 gemacht. Robert Tesche hat übrigens auch 1 gemacht, der wird hier aber nicht angezeigt. Gehen mal in den Kalender rein. Damit ist der Monat jetzt rum. Wir haben jetzt 2 Spiele in Folge gewonnen. Und das nächste Spiel ist auswärts, der 7. Spieltag, dann Nationalmannschaft, Nationalmannschaft. Hier können wir wieder ein Trainingsspiel für unsere Spieler ansetzen. Manzian, sehr schön. Form von 13. Das ist richtig, richtig gut. Dauerhaft. Wir kommen zurück in der ersten Mannschaft. Aufstellungsassistent. Die anderen müssen hier noch ackern und arbeiten und sich hier eine ordentliche Form erspielen. Das ist für mich wichtig. Raphael van der Vaart. Der kommt jetzt. Der wird jetzt verschoben von uns. Die Reserve verschieben. 4 Wochen. Uhaha. Raphael van der Vaart, Aufstellungsassistent. Ja, wer nicht gut spielt, ist eben raus, ne? So schaut's aus. Christian Norgaard. Norgaard spielt ehrlich gesagt besser hier. Wen haben wir denn da auf den Außen noch Gutes stehen? Hier der 17-jährige Masek ist eigentlich auch recht gut. Der kann auf der Position nicht so gut spielen. Hm. Wie gehen wir das denn an? Dennis Bergmann. Ich könnte mir... Ach! War ich denn da? Kelber wieder rein. Bergmann auf das linke Mittelfeld. Ach, scheiße. Ach, sagt mir doch mal einfach eure guten Positionen. Das ist mir sonst zu lang hier. Kevin Ingresco. Gut, Kevin Ingresco wird das dann übernehmen. Denn der kann die Position spielen. Die Mannschaftsstärke geht auf 616 hoch, weil Van der Vaart da mitspielt. Norgaard spielt damit. Haben wir ja immer noch keine Gespräche frei. Sie können diese Woche keine weiteren Co-Trainer mit ihren Spielern. Das ist gut, sie sprechen viel. Fast alle in ihrem Team ein. Einige Spieler verfehlen aktuell persönliche Ziele, sie haben nur wenige frustrierte Spieler in ihrem Team. Die Spieler sind fast durchgehend extrem motiviert. Ein Spieler, der sprachlich isoliert ist, sie müssen etwas tun. Ein Dolmetscher wäre ein erster Schritt, aber ein Mitspieler, der dieselbe Sprache spricht, wäre noch besser. Wo können wir das denn gucken? Verbündete, komplett andere Einstellungen, Frustration. Schwierige Kommunikation. Schwierige Kommunikation, Details, Dolmetscher anstellen, das sollte dann helfen. Nur Goku Katscha und Peter, die können sich nicht ausstellen, sie können nur versuchen, irgendwann eine Aussprache zu finden. Leider, bla bla bla, das Vertrauen ihres Teams in sie ist angeschlagen.
Ja, ich merke schon. Teamhierarchie, Trainee Adler, Son, Weißer, Jiracek. Oh, Goretzka. Newcomer am Start und so, sagst du. Die kommen auf jeden Fall langsam hoch. Möchte im defensiven stabil. Möchte in einem defensiv stabilen Team spielen. Kassiert das Team normalerweise nur wenig gegen Tore, dann passt das. Ja, Mancian, du bist eigentlich jetzt jemand, der mich hier interessiert. Ich habe dich auch wieder zurück in die erste geholt, weil du Heiko Westermann mal hier locker austauschen kannst. Heikovic hat das letzte Spiel gut gemacht, aber du bist jemand, den ich eigentlich da lieber auf der Position sehe. Ist eigentlich ganz okay so. Ab und zu mal Jugendmannschaft gucken. Da haben wir nur einen Verletzten momentan. Knoten lernen. Ihre Frau ist total unglücklich. Heiratsantrag zu Geld anzudrehen, vom Vater trennen. Zeit mit dem Vater verbringen. Ha, funktioniert nicht. Kann keine Zeit mit dir verbringen. Möb, möb. Nuri Saku wechselt ablösefrei. Vertragsende 30.06. Alter 30. Okay. Fitness unseres Teams ist super. Der Autosave wird gerade durchgeführt. Wir spielen gegen Mike Büskens. Wir gucken uns gleich aber erstmal an. Sie haben Jugendmannschaft aufzustellen. Fragt, ob er das übernehmen darf. Ja, eigentlich schon. Solange er die Formation beibehält, ist eigentlich alles im Rahmen. Wir sollten eigentlich auch das spielen. Und bei 4-3-3 ist eigentlich auch schon ausreichend. B-Jugend ist eigentlich auch so wie. Die steigen dann auf. Da haben wir nämlich zwei richtig. Florian Schneiderhauer zum Beispiel. Der ist richtig, richtig gut. Mal gucken. Noel Goray Günther gekauft werden. 54% sagen ja, 46% nein. Liebtester Spieler bei den Fans. Emre Can ist auch schon bei den Besten. Appell an die Fans. Sie haben einen positiven Effekt auf Zuschauer im nächsten Heimspiel. Aber seien Sie vorsichtig, verwenden Sie es nicht zu oft, ansonsten werden die Fans schnell gereizt. Beliebtheit bei den Fans. Sonderzug. Dieser Trainer bringt frischen Wind in den Laden. Meine Mutter war im letzten Spiel das erste Mal dabei und total begeistert. Ihr habt einen Fan mehr. Ich möchte ein Kind von Nefkara Loy. Ich habe heute mal wieder beim Training zugesehen. Also die Fanbeliebtheit bei uns ist richtig gut. Eine gute Fanbasis. Anzahl Fanclubs ist supi. Ich bin sehr beliebt und Koray Günther. Die Leute sind schon ein Stück interessiert an dem. Das ist sehr schön hier. Wer glänzende Aussichten für Hummingson. Ja, das stimmt. Glänzende Aussichten ist hier wohl angebracht. Wer ist dieser Torjäger? Internationale Wettbewerbe, UEFA Champions League, Spielberater überall und nirgendwo. Oh Mann. Da müssen wir uns ja keine nicht vollständig aufgestellten Mannschaft ist zu jung. Pflichten sie noch den einen oder anderen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit denen, aber ich habe hier wieder einen, der auf keiner Position spielt. Heiko Westermann will ich den echt mitnehmen. Ach. Aus der zweiten Mannschaft, der Stürmer-Typi ist wieder weg. Ja, der. Ich will den aber nochmal 4 Wochen in der ersten haben, weil der ist eigentlich richtig, richtig gut. Und papp, und schon ist die Mannschaft wieder vollgestopft. Aber das ist richtig, richtig wichtig, dass der ein oder andere Spieler dabei ist. Die Form unserer Spieler hier ist richtig gut. Ist auf der Bank mit Bardet. Da habe ich eigentlich auch nichts, was das ein bisschen höher bekommt. Goko Katscha ist wieder fit. In Reserve verschieben, 4 Wochen. Die zweite Mannschaft bekommt hier noch einen. Katscha ist jetzt dabei. Raphael van der Vaart ist dabei. Norgard ist dabei. Tausch mal mit Katscha. Goiko Katscha ist eigentlich ein Zentraler, aber kann auch defensiv spielen. Ja, da müsst ihr euch mit anfreunden. Hummingson. Sensationell, mein Junge. Sensationell. Du hast gut trainiert. So, mal ein bisschen mit den Leuten sprechen. Milan Bardet.
Du bekommst einen Jungen, der war mir nicht gefallen. Das stimmt. Wenn sie mich nicht richtig ausstellen, du hast im zentralen defensiven Mittelfeld gespielt. Und hast trotzdem scheiße insgesamt gespielt. Michael Mancien, du hast gut trainiert. Super letztes Spiel und deswegen bist du auch wieder auf der Bank. Und jetzt musst du das auch bestätigen. Du hast gut trainiert. Jiraschek. Mancien, gucken wir mal, wer ist denn Artyom Rudnevs? Goretzka. Du trainierst sensationell. Und da geht auch die Moral unserer Spieler hoch. Sie sprechen mit vielen ihrer Spielern, das ist gut. Ihre Gespräche beziehen fast alle Spieler ihres Teams ein. Ja. Das stimmt. Dann nehmen sie mal etwas gemeinsam Zeit mit der Partnerin verbringen. Ach, gehen wir tanzen. Ja. Gehen wir tanzen. Ach ja, Präsenz, Finanzen, Sponsoren. Angebot für Mittel für Rumänien, Ablöse von 25.000 von ihnen verpflichtet werden. Ihr Spielball spricht von einem großen Talent. Oh. Alexandru. Das klingt doch nach einem Spieler, den ich auf jeden Fall wurde wieder in die zweite Mannschaft versetzt. Ja, Vereinsmuseum erwirtschaftet Gewinn. Er hat 8 Spieler in Scout-Abteilung, Scout-Bericht. Oh, da hat er was in England abbekommen. Den ein oder anderen guten Spieler zugreifen. Nick Powell, der interessiert mich sogar echt. So, und an dieser Stelle mache ich dann erstmal Schluss und ess mir mal was. Haut rein, Leute. Bis später. Bis zum Spiel gegen Greuther Fürth. Schaltet auch dort nächstes Mal wieder rein, wenn es heißt Nefkara und Fußballmanager 13. Und ich hoffe weiterhin schön erfolgreich. Und nein, wir kaufen uns keinen älteren Spieler. Richtig, Bobby. Naja, haut rein, Leute. Ciao, ciao.